Hallo und herzlich zurück zu Prison Architect, wo wir dieses Mal wieder einiges zu tun haben. Haben wir extra eine kleine Liste zusammengeschrieben von To-Dos, nicht zuletzt dank eurer Kommentare. Das ein oder andere habe ich ja selber rausgefunden, aber ein paar wertvolle Tipps sind wie üblich dabei. Und vor allem müssen wir uns endlich kümmern um unsere schweren Jungs. Da war mal der Wunsch und Vorschlag, dass ich aus denen direkt extrem gefährliche mach. Die anderen zwei sind, glaube ich, eh schon irgendwo da unten. Dem werden wir gleich und gerne nachgehen. Müssen wir natürlich noch die Einteilung hier ändern. So, haben wir das jetzt? Schauen wir mal. Jawohl, extremes Risiko, drei Stück. Dann passt man hier entsprechend den Bereich an, der ist jetzt extreme Sicherung und schauen wir mal, solange die Kantine und Küche gebaut wird, passt das für nur Personal, wird sich aber bald ändern. Ja, und ihr habt auch gemeint, ich soll normale Gefangene aufnehmen, das werden wir direkt tun, heißt hier umstellen, geöffnet für normales Risiko. Okay. Lass uns mal ein bisschen laufen. Was müssen wir noch machen? Laut Liste, sehr, sehr wichtig, fehlt hier mal ein Metalldetektor. Den werde ich gleich einbauen. Dann, glaube ich, leisten wir es noch den einen oder anderen hier in der Nähe unserer schweren Jungs. Sicher auch keine schlechte Idee. So quasi da als Schleuse raus in den anderen restlichen Bereich. Wo schließen wir das an? Da können wir hier anschließen. Das passt. Und vielleicht werden wir noch die eine oder andere Kamera aufstellen, die ich auch anschließen muss. Und ich muss vermutlich hier den Raum vergrößern. Können wir mal schauen, vielleicht können wir den Zwinger entsprechend verkleinern. Ich glaube, wir haben eh nur zwei Zwinger in Arbeit im Moment, oder haben wir überhaupt Hundeführer? Ich glaube, wir haben gerade gar keine Hundeführer, kann das sein? So, jetzt haben wir wieder zwei Stück. Und die Patrouillen werden wir auch gleich ändern. Die Bewaffneten schicken wir beide darunter. Und einen Hund lassen wir auch patrouillieren da unten. Der kommt hier dafür weg. Okay. So, dann haben wir noch einen Verletzten zu versorgen. Und der ist auch noch an der etwas falschen Stelle. Wird hoffentlich auch bald umpositioniert. Ah ja, und die Zellen werde ich noch schnell verkleinern. Noch sollte Zeit sein. Ja, und die Frage ist jetzt wirklich, wie man hier eine etwas härtere Gangart einlegen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, noch was von der Liste schnell, bevor ich es vergesse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Strafen erhöhen eventuell, müssen wir schauen. Das könnte man mal probieren. So, die Kamera ist montiert. Die Frage ist, hier ist ja auch eine, ob man da überhaupt... da ist eine Blutspur. Ein Gefangener bewusstlos, okay. Was ist da passiert? Gar nichts mitbekommen. Wird gerade auf die Krankenstation gebracht. Naja. Okay. Die Strafen eventuell verdoppeln, hätte ich mir mal gedacht. Weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich versuch's mal.
Genau. Und weil ich hier gerade sehe, Parole Policy, wir müssen uns noch die neuen Gebäude oder die neuen Räume anschauen. Es gibt neue Räume, die Bücherei, die haben wir auch noch nicht gebaut, aber ganz neu sind, glaube ich, die Kapelle und der Parole Room. Das ist, glaube ich, so eine Art Anhörungsraum, wo eben die Gefangenen, wenn sie gut genug waren sozusagen und eine gewisse Zeit abgesessen haben, angehört werden, ob sie eventuell entlassen werden. Den Raum müssen wir auch bald bauen. So, die Frage ist, können wir das hier noch anschließen oder nicht? So. Geht nicht mehr, okay. Beziehungsweise sind teilweise die Kameras schon rot, weil ich vermute mal, die werden dann nicht mehr angesteuert. Gut, also den Raum vergrößern. Müssen wir auf die Drus setzen. Ja, und die Tagesplanung wollte ich noch anpassen für die extrem gefährlichen. Die bekommen mal definitiv weniger Freizeit. Die Frage ist allerdings, wo sollen sie arbeiten? Ja, gar keine Freizeit ist vielleicht auch übertrieben. Machen wir hier 2 Stunden und essen etwas früher und Hofgang. Dann können wir da alles nach vorne schieben. Ah, Moment, hat schon gepasst. 3 und 3 Stunden wollte ich ja. Denn die Frage ist, wo sollen sie arbeiten? Weil ich möchte das eigentlich nicht mischen mit denen hier. Von dem her stelle ich das einmal auf niedrig, beziehungsweise in der Wäscherei können die mit normaler Sicherheitsstufe arbeiten. Und in der Putzkammer eigentlich auch. Frage ist, Frage an euch jetzt vor allem. Oh, was haben wir hier? Zeitplanstationierung. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Wenn ich auf normale Sicherung stelle, können dann die mit der niedrigen da auch rein oder nicht? Kann mir das jemand beantworten? Also zählt das quasi, ist das abwärtskompatibel, um es mal so zu nennen? So. Schauen wir, dass das hier fertig wird. Restliche Räume werden wir dann klonen. Lager muss ich auch vergrößern, genau. Hat auch jemand gemeint. Einfach mal da raufziehen. Und hier hätte ich gern bald eine Mauer gebaut. Sollten wir uns auch drum kümmern. Und ich glaube, wir stellen noch eine Wache ein. So. Dann hoffen wir, dass das hier rechtzeitig fertig wird. Dann sollte man eigentlich genug Zellen haben. Das können wir einfach klonen. Türen könnte ich auch mit klonen, vergesse ich dauernd. Okay, passt da noch alles? Ja, normale. Das passt und den Raum hier können wir auch entsprechend vergrößern. Also den Hof wollte ich eigentlich demontieren, wie man gerade sieht. Da ist alles wieder weg, aber dann werden wir den in der Zwischenzeit wirklich für die normalen verwenden. Weil es war nicht ganz der Plan, aber passt schon. Also nochmal 2 Telefonzellen hin und ein paar Gewichte. Okay, soweit, so gut. Das können wir eigentlich öffnen, dauerhaft. Gut, gut, gut. Ja, und dann werden wir einfach die Küche und Kantine darüber verlegen. Vielleicht soll man für die Schwerverbrecher
auch noch eine eigene Küche und Kantine machen. Wäre, glaube ich, kein Fehler. Ja, vom Gefühl her. Oder wir schicken sie eben zu einer anderen Zeit zum Essen. Das war ja auch ein möglicher Plan. Für die genügt ja eventuell. Dann machen wir hier die Freizeit rein. Und dann Essen hier. Und dann nichts vorm Schlafen. Eine Stunde Mittagessen. Sollte theoretisch sogar eine Stunde Abendessen genügen. Machen wir es so. Dann essen sie nicht gleichzeitig mit dem Rest. Da können wir auch einen Servo einbauen. In die Tür. Ah, die wollen da durch die Küche durch. Okay. Naja. Solange sie nichts anstellen, drücken wir mal ein Auge zu. Ja, und eben Anhörung. Die erste Anhörung ist schon angesetzt. Entsprechend, wenn wir Kapelle und eventuell Anhörungsraum da reinbringen wollen, sollte man möglichst flott umbauen. Dann schauen wir, wie schnell wir das hinbekommen. Schaffen wir da alle zu versorgen? Wir werden es versuchen. So, die Essensausgabe machen wir da unten hin. Und wie wollte ich jetzt die Küche einrichten? Ich glaube so. Wenn ich mich richtig erinnere. Abfalleimer. Packen wir mal da einen hin. Ja, momentan essen sie alle da gemeinsam. Das möchte ich ja eventuell dann verhindern. Zumindest was die schweren angeht. Da ist noch einer verletzt, so wie es ausschaut. So, ich habe keine Ahnung, wer da um sich gehauen hat. Das war er hier. Okay. Haben wir wohl wieder einen legendären. Der hat gleich drei umgenietet. Gut, hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst, was ich da hätte machen sollen. Ja, keine Ahnung, also das ist jetzt so schnell gegangen. Fühle ich mich unter Anführungszeichen relativ unschuldig. War natürlich sehr ärgerlich, aber gut, wenn sie uns da wieder mal einen legendären unterschummeln. Ist er eh. Schick mal die Ärztin gleich mit runter. So. Ich überlege gerade, ob wir mehr Köche brauchen. So, hier könnte man ein paar. Falls es überhaupt so geht. Ein paar Wasserrohre abreißen. Ja, schaut gut aus. Eigentlich müssen wir nur so und so, glaube ich,
anschließen. Der nächste Verletzte meldet sich freiwillig zur Versorgung. Ich glaube, wir müssen wieder mal eine Razzia machen, eher in der Nacht allerdings. So, hier wollte ich ja auch WCs haben. Ich glaube, da werden wir Gefängnistüren einbauen statt Personaltüren. Kann man auch mit Servo ausstatten. Für den Moment lassen wir sie mal offen. So, für die WCs. Und jemand hat auch gemeint, man kann sie theoretisch sogar Duschen einbauen. Jetzt machen wir einfach mal zwei WCs da hinten rein. Oder machen wir die WCs da vorne hin. Und dann schauen wir, ob wir da vielleicht sogar noch eine Dusche unterbekommen. Wenn das schon vorgeschlagen wird von euch, dann machen wir das. So. Okay. Schauen, ob das was hilft. Und eine Tür kann da noch hin. Sehe ich jetzt die normalen Türen nicht mehr? Aha. Ü wird nicht akzeptiert. Gut, dann ist schwierig ein bisschen suchen. Nach Türen zu suchen. Normal. Standard. Na, okay. Dann kommt auch zwischen so eine rein. Gut, Küche und Kantine sind fast in Betrieb. Warten wir noch ein bisschen. Wie ist denn hier die Einteilung? Mal schauen, momentan sind alle Blöcke da eingeteilt. Das passt soweit. Das werden wir dann, glaube ich, in der Nacht ändern. Ja, und jetzt eben die Frage, wie wir mit den Arbeiten auch noch machen von den schweren Jungs, weil, ja, ich möchte die da eigentlich nicht arbeiten lassen, zusammen mit den anderen. Wir haben den momentan eingeteilt. Genau so. Theoretisch könnte ich denen was Eigenes machen zum Arbeiten. Genau, die könnten theoretisch in der Bibliothek arbeiten. Wie groß muss denn sie sein? Die Bücherei 5x5. Wie groß müssen denn die anderen sein? Schauen wir mal. Der ist 5x5, 6x6. Ja, das werden wir schon hier irgendwie unterbekommen. Dann werde ich schauen, dass ich die Bücherei vielleicht hier irgendwo reinpacke, in den Trakt, den müssen wir sowieso komplett neu gestalten. Ja, und hier wollte ich genau eine etwas schwere Wand aufziehen, um den Bereich dann ein bisschen abzuriegeln, wo die Schwerverbrecher am Weg sind. Okay, dann warten wir noch, bis das Abendessen vorbei ist. Jetzt kommen die alle essen. Können wir natürlich auch ein bisschen versetzt machen.
Ja, sollen wir für die Schweren wirklich eine eigene Küche machen? Ist fast ein bisschen teuer. Muss ich mir bis zum nächsten Mal noch überlegen. Wie schaut es eigentlich aus mit Subventionen, Tischlerausbildung, langfristige Investition machen wir auch mal. Und wie schaut es mit unseren Programmen aus? Läuft eigentlich ganz gut. Kücheneinweisung haben auch einige haben auch einige überstanden. Die Lehrstelle als Tischler ist eh momentan niemand interessiert oder qualifiziert. Grundausbildungsprogramm läuft ja noch. Da können wir dann bald ein zweites starten. Trainingslehrgang für die Taser, die werden wir machen. Genau, das Hearing. Da braucht man einen Raum und Spiritual Guidance. Ah, okay. Da werden wir wohl die Kapelle benötigen. Das schauen wir uns dann auch in Ruhe an, wenn wir die Kapelle haben. So, ich würde sagen, es haben alle gegessen. Also werden wir es mal hier trennen von Küche und Kantine. Und mal einfach alles. Oh, da höre ich schon wieder den Taser abgehen. Ein toter Hundeführer. Und ein toter Hund. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Die verhalten sich echt super aggressiv. Personen. Er muss einfach mehr arbeiten oder Programme absolvieren für die Reformierung. Da tickt der nächste aus. Traue mich gar nicht schauen, was die für eine Statistik haben. Ah ja. Nicht so einfach. So, da haben wir mal alles demontiert. Inklusive Metalldetektoren. Gut, das ist noch auf der Liste. Ja, Kameras anschließen. Ah, die Razzia mal nachts durchführen. Jetzt vielleicht ein guter Moment. Schauen wir mal, was alles auftaucht. Vor allem da halbwegs wichtig, dass wir die durchsuchen. Ja, nicht allzu viel, aber immerhin. Die Frage, ob wir abriegeln sollten. Solange die Untersuchung läuft. Wird da ein Tunnel gegraben oder irgendwas? Was ist das hier für ein Symbol? Ist ein Tunnel entdeckt worden? Ah, hier muss noch repariert werden.
Aber ich glaube, dann hindern wir sie beim Durchsuchen, kann das sein. Schaut was ein bisschen so aus. Ah, da müssen wir es ohne die Verriegelung machen. Ah, ein paar gehen in Einzelhaft. Heißt, da haben wir doch einiges gefunden. Gut, ganz fertig waren wir nicht mehr, aber immerhin. Okay, nächstes Mal. Ah, die haben Taser-Unterricht. Sollten lieber die Durchsuchung fertig machen. Nächstes Mal, ja, bauen wir dann hier die Kapelle und den Anhörungsraum. Der wäre mal ganz wichtig. Das demontieren wir alles. Und ja, die Liste weiter abarbeiten und vor allem schauen, was ihr mir noch so erzählt, was ich noch alles tun sollte. Ah, doch. Einiges gefunden und einige, die deswegen in Einzelhaft kommen. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.